Hallo erstmal zu einem neuen Video und diesmal geht es um, was es sich geändert hat auf, also meine Arbeitsweise, mein Workflow, den ich seit Jahren beibehalten habe oder lange Zeit beibehalten konnte. Und jetzt geht das nicht mehr und ich habe dann auch ein bisschen was geändert in meiner Arbeitsweise und dabei ist mir jetzt aufgefallen mit dem Werkzeug, was ich da gerne benutze, weil ich es auch dummerweise eine Weile lang nicht mehr benutzte, funktioniert es eigentlich gar nicht mehr, mein geänderter Workflow mit diesem Werkzeug. Und da habe ich dann wiederum was anderes gemacht. Das habe ich auch mal in dem anderen Video leere Ebene mal kurz angesprochen, dass es eben nicht geht mit diesem Werkzeug. Ich habe auch, glaube ich, in dem Video gesagt, ich damit eigentlich gerne arbeiten tue. Und da habe ich doch auch mal gesagt, dass ich zum Beispiel nicht nachvollziehen kann, aufgrund des Videos leere Ebenen, dass viele sagen, man sollte sich hier von diesem Teil hier eine Kopie machen, um das dann hier zu bearbeiten, weil man ja das Original eigentlich nicht verändern sollte. Sollte eigentlich das Original bleiben. Und dann habe ich ja gesagt, und das sage ich immer noch, das Original ist ein RAW und fertig. Das kann ich gar nicht als RAW abspeichern. Also ich kann nie in die Verlegenheit kommen, meine Originaldatei zu überschreiben. Das geht gar nicht. Ja, ich kann das, was ich hier in Photoshop mache, entweder als ein JPEG abspeichern. Klar, dann habe ich es, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein JPEG öffne, bearbeite das und gehe einfach nur auf Speichern, dann überschreibe ich die ehemalige Originaldatei, die ja ein JPEG ist, wieder als ein JPEG, aber mit dem gleichen Dateinamen. Also sprich, ich würde es überschreiben. Ich würde vielleicht darauf hingewiesen werden, ja, die existiert schon, manche lesen das nicht und klicken trotzdem auf OK. Und dann war es das, dann ist das natürlich weg. Das kann aber mir eigentlich nicht passieren, weil ich ja eine RAW-Datei habe und kann die jederzeit wieder aufrufen und anders bearbeiten. Und ich habe ja in dem anderen Video gezeigt, ich mache mir ja kurz da eine leere Ebene rein, dass ich gerne mit diesem Ausbessern-Werkzeug hier arbeiten tue. Ja. Und zum Beispiel solche Sachen jetzt hier, geht für mich eigentlich sehr schnell und ich mag das Werkzeug einfach. Kann ich das umkreisen, das Teil, was ich da jetzt geändert haben möchte, und würde das gerne verschieben, ja, wie man es eben anwendet. Und das funktioniert ja eben nicht, weil ich ja hier eine leere Ebene habe. Die Option zum Beispiel, wie in anderen Werkzeugen, das habe ich auch angesprochen, dass man hier oben auf alle Ebenen irgendwie klicken kann oder klicken sollte, dann werden eben alle Ebenen als Quelle genommen, ja. Die gibt es bei diesem Werkzeug nicht. Eins für mich noch nicht ganz nachvollziehbares Problem und das Photoshop irgendwie oder Adobe nicht in den Griff gekriegt hat. Weiß ich nicht, warum. Vielleicht haben sie es auch aufgehört, weiterzuentwickeln, dieses Tool. Ich finde es eigentlich schade. Also kann ich das nicht machen. Also auf einer leeren Ebene geht es nicht. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich mache das in Zukunft nicht auf zwei Ebenen, sondern ich bleibe einfach auf dieser Originalebene, die ich ja eigentlich nicht bearbeiten soll, nachdem man allem glaubt, was einem erzählt wird. Aber ich sage mir, warum soll ich eigentlich eine Ebene oder das Original, die Originalebene, die ja Fehler hat, die ich mit einfachen Tools beheben könnte, nicht aufbessern, indem ich sie einfach auf der Originalebene entferne. Ja, hier habe ich einen Sensorfleck oder so einen Staubfussel hier auch. Ja, und da kann ich das wegmachen. Ja, hier habe ich jetzt auch einen, ja, den kann ich jetzt auch zum Beispiel hier mit diesem Tool entfernen, ja, ist dann auch weg, ja, sieht auch keiner. Hier da diese blöde Metallstange hier oben, die stört mich eigentlich auch, die hat wahrscheinlich niemand gesehen, außer ich, aber mich stört's. Und so kann ich so mit diesem Werkzeug diese Ebene bearbeiten. Und wenn ich jetzt so die groben Schnitzer eben draußen habe, ja, dann ist es ja in Ordnung, wenn ich aufgrund dieser Ebene mein Bild weiter aufbaue. Also sprich, ich mache jetzt da zum Beispiel, nehmen wir mal an, warum auch nicht, machen wir es mal so, sei es mal drum, nehmen wir mal eine leere Ebene und nehmen jetzt mal ein Werkzeug, welches eben funktioniert, zum Beispiel
den Bereichsreparaturpinsel, weil auf dem kann ich nämlich hier oben alle Ebenen anklicken. Und wenn ich das kann, dann funktioniert das auch hier. Auf einer leeren Ebene werden die umgebenden Pixel dazu verwendet, obwohl es eine leere Ebene ist, wo ja gar keine Pixel hat, aber ich nehme ja alle Ebenen auf, also auch die darunterliegende, die ja wiederum Pixel hat. Und aus diesem Bild, aus der unteren Ebene, hole ich jetzt dieses Werkzeug, die Informationen, die Pixelinformationen und füge dann hier die Korrektur entsprechend ein. Ganz einfach. Und wenn ich das dann jetzt abspeichern würde, anstatt jetzt die Kopie hier zu kopieren, ja, dann machen wir mal, und ich hätte jetzt nicht die leere Ebene, sondern eben jetzt nochmal die absolut identische Ebene, die ich aber jetzt bearbeitet habe, dann hätte ich bei weitem eine doppelt so große Dateigröße auf meinem Speichermedium, egal welches es ist. Ja. Und so kann ich eine Datei extrem künstlich aufblasen. Jetzt aktuell habe ich aber nur meine Bildebene und eben auch diese leere Ebene, also die hier. Und da sind nur ein paar Stellen mit Pixel gefüllt. Also wenn ich das jetzt auch wieder abspeichere, das erkläre ich ja in dem leeren Ebene-Video, habe ich eine geringfügig größere Datei. Geringfügig größere Datei. Und je mehr leere Ebenen ich einfüge, ja, mit wenig Pixelinhalt, ja, umso weniger dramatisch ist das jetzt, ja, dass ich da jetzt lauter leere Ebenen habe. Ja, das juckt mich dann nicht, weil ich tue die Speichergröße nicht immens groß aufblasen. Ja. Ich kann zum Beispiel, oder man sollte, ich kann das nur nahebringen oder ja, sagen so, ich würde auf mehreren leeren Ebenen mein Bild eben aufbauen bis zu einem gewissen Grad. Also ab irgendwann geht es nicht mehr, dann brauche ich einfach eine vollwertige Pixelebene. Aber alles, was ich auf einer leeren Ebene machen kann, mache ich jetzt eben auf dieser Ebene. Zum Beispiel eben hier da diese Reparaturgeschichte hier oder die Retuschegeschichte hier. Ja. Ich kann auch einfach mal das Werkzeug tauschen. Ja. Nehmen wir mal hier da das Entfernen-Werkzeug, ja, und malen hier mal diesen Dolder. Da stört mich nämlich auch. Da finde ich jetzt irgendwie, passt hier nicht in das. Ist ja übrigens das Kloster Malbronn. Ja. Seit 1993 ist das aufgenommen worden ins Weltkulturerbe der UNESCO. Auch erst 93. Und wenn das mal einer besuchen will, ja, und zack, ist das weg. Ja. Das kann man natürlich auch mit einem größeren Pinsel machen. Ja, das ist ja auch klar. Ja. Mit einem größeren Pinsel, dann pinsel ich da nicht so ewig rum. Ja. Kann man das hier einkreisen. Und dann kann man das dann eben hier ausfüllen. Das geht in der Beta, das habe ich alles schon erklärt. In einem anderen Video, und dann ist das auch erledigt. Das ist auch ein gutes Werkzeug, keine Frage. Aber ich arbeite gerne mit dem Ausbessern-Werkzeug. Jeder hat ja so seinen Workflow. Ja. Und aufgrund verschiedenster Versionen, Änderungen oder Werkzeuge, die hinzugekommen sind und bla bla bla, muss man eventuell ab und zu mal seinen Workflow ändern. Da sollte man zwar offen bleiben, auch für die neueren Dinge, ja, auch wenn es mir jetzt zum Beispiel, wie gesagt, was das Ausbessern-Werkzeug etwas schwer fällt, aber ich habe dann für mich die Lösung gefunden, ich mache das einfach auf der unteren Ebene, die man ja normalerweise nicht bearbeiten soll, ja, sondern eher davon der Kopie oben drüber legen. Aber ich frage mich, warum soll ich die Kopie oben drüber legen, wodurch ja die Dateigröße beim Speichern ein Vielfaches größer ist und ich meine Originaldatei, also das RAW, nie überschreiben kann. Das geht gar nicht. Ich kann in Photoshop keine RAW-Datei überschreiben. Das geht nicht. Es ist halt folgendes, wenn ich eine JPEG aufrufe und ich bearbeite die und gehe einfach nur auf Speichern, dann wird sie eben unter dem gleichen Dateinamen als gleiche Datei abgespeichert und dann habe ich auch nicht mehr das Original, weil das wird ja überschrieben. Würde ich beim ersten Mal allerdings, wo ich speichern würde, Speichern unternehmen, also Speichern unter,
dann habe ich ja die Möglichkeit, einen Namen zu vergeben. Zum Beispiel Bild habe ich aufgerufen, das ist das Original, nennen wir mal Bild 1. Und jetzt gehe ich aufs Bild, auf Speichern unter. Das würde ich gleich eigentlich machen, nachdem ich das aufgerufen habe. Dann würde ich das Speichern unter und dann würde ich das Bild 1-bearbeitet nennen. Und ab da ist es dann, dann ist es egal, ob ich es ab dann da als Speichern abspeichere, weil dann speichert es wirklich immer als Bild 1-bearbeitet. Aber das Original bleibt. Aber ich muss dran denken, ich darf das nicht vergessen, ansonsten habe ich meine Originale verschrieben. Aber hier kann mir das nicht passieren, weil ich ja eh mit RAW arbeite. Also da müsst ihr euch mal überlegen, ob man all das, was manche so sagen, eigentlich auf sich auch 1:1 übertragen kann. Da ich nicht in der Kamera mit JPEG fotografiere, sondern immer mit den RAW-Daten, ja, bin ich gar nicht derjenige, der jemals in die Verlegenheit kommen tut, sein Original zu überschreiben. Also kann ich das auch hier machen, wie ich möchte. Und ich mache eben keine Kopie von der unteren Ebene, um das dann zu bearbeiten, weil ich das nicht brauche. Ja, ich kann im Grunde genommen alles hier entweder lassen und dann auf der, also wie gesagt, bei dem Ausbesserungswerkzeug kann ich hier direkt auf der Ebene arbeiten, muss ich sogar, weil auf einer leeren Ebene funktioniert das Werkzeug nicht. Und alle anderen Werkzeuge kann ich auf einer leeren Ebene verwenden. Ja. Es gehen ja noch andere Werkzeuge. Ja. Es geht ja zum Beispiel, soweit ich weiß, mit dem arbeite ich nur nicht gern, probieren wir mal den, ja. Der Reparaturpinsel, soweit ich weiß, braucht der eine Kopie, alle Ebenen kann ich auswählen, habe ich jetzt vergessen, deswegen ging es nicht, das ist aber schon egal, habt ihr wenigstens gesehen, auf was man achten muss. Und was man jetzt auch beachten muss, Achtung, ich nehme die Kopie hier, male das weg und ihr seht jetzt zwei Kreuze, einmal da, wo ich male und einmal da, wo der Pinsel oder dieser, ja, dieses Reparaturwerkzeug eben seine Kopie hernimmt. Wenn ich jetzt absetze und gehe jetzt hier hin, dann ist das Kreuz immer noch da unten und nicht da, wo ich bin. Und deswegen würde ich empfehlen, hier einen Haken reinzumachen. Dann wandert das nämlich mit. Ich zeige euch das mal. Ich bin jetzt hier, hier nehme ich meine Quelle, gehe hier hin und jetzt seht ihr, wo jetzt mein Kreuz ist, wo die Quelle ist. Und dasselbe ist auch hier oben. Oder hier. Das geht mit. Und irgendwann habt ihr das raus, wo und etwa euer Quelle ist. Und wenn das jetzt zum Beispiel, ich will das hier wegmachen, ja, und ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter weg und würde hier meine Quelle nehmen und würde jetzt hier malen. Und jetzt gehe ich hier hin und das wird nicht funktionieren. Das sieht man schon am Pinsel. Ich mache den mal ein bisschen größer, damit ihr das besser seht. Ja. Ich bin jetzt, meine Quelle ist jetzt schon auf den Fliesen. Seht ihr das? Ist jetzt schon auf den Fliesen. Warum? Ganz einfach, weil meine Quelle, ihr seht, wo das Kreuz, ganz links ist nochmal ein Kreuz, dass du da eben die Quelle nehmen. Ich habe jetzt zu weit das, die Quelle gesetzt. Entweder hätte ich es auf die andere Seite setzen sollen. Das lernt man aber mit der Zeit. Das ist ein Vorgang. Da kriegt ihr irgendwann ein Gefühl dafür. Ja. Aber man muss natürlich damit täglich oder oft arbeiten mit dem Ding. Aber um was es geht, ist eigentlich der ganze Workflow und der ändert sich mit der Zeit. Ja? Also etwas, was ihr ständig so gemacht habt, kann sein, dass ich das irgendwann mal ändern muss. Ihr könnt irgendwann nicht mehr so arbeiten. Sei es die Erkenntnis darum, dass ihr durch eine Kopie der Ebene eure Dateigröße extrem aufbläst oder die Erkenntnis, dass ihr ja sowieso mit der RAW-Datei arbeitet und die gar nicht abspeichern könnt und somit auch nie überschreiben könnt, dann könnt ihr euch das auch sparen. Ja? Und da halte ich, da muss ich ganz ehrlich sagen, da sollte man mal ab und zu mal die Katze im Dorf lassen oder einfach mal selbstständig denken, ja? Und nicht immer nur auf das horchen, was irgendeiner sagt, sondern einfach mal ausprobieren, für sich einen neuen Workflow finden. Ja. Das ist nämlich manchmal auch mal ganz interessant. Zum Beispiel habe ich jetzt hier einen Fehler.
den ich mehr oder weniger reingemalt habe. Jetzt ist es wieder in Ordnung. Ja, einfach anders zu arbeiten. Ja? Und dann gewöhnt ihr euch auch wieder an einen anderen Workflow, eine andere Art zu arbeiten, die ja nicht unbedingt schlechter ist, weil das Ergebnis ist ja dasselbe. Ja? Wie gesagt, es ist aufzupassen, wie man fotografiert, wenn einer nur in JPEG fotografiert, weil er mit RAW nicht arbeiten will, nicht kann, was auch immer, dann muss er halt das Bild aufrufen, gleich abspeichern unter, also damit er die Möglichkeit hat, der Datei einen anderen Namen zu geben. Und ab dem Moment, wo er das einmal gemacht hat, also der Datei einen anderen Namen gegeben hat, ab da kann er es jederzeit einfach nur noch speichern, weil er wird es immer unter diesem zweiten Namen abspeichern. Das wollte ich euch eigentlich nur mitteilen, mal rübergeben. Ja, ist jetzt nichts Weltbewegendes, ja, ist jetzt nicht unbedingt das absolute Photoshop-Tutorial, mit Sicherheit nicht. Dafür gibt es andere, da gibt es auch wirklich sehr gute Kanäle. Einen guten Kanal, wo ich empfehlen kann, ist der von Photomaker. Den finde ich nicht nur sympathisch, den Typen, der ist irgendwie eine coole Socke, ja, sondern der hat auch echt was auf dem Kasten. Da ist mir jetzt mit einem anderen Video zuvor gekommen, eigentlich wollte ich ja sowas in der Richtung bringen, aber da hat er so ein geiles Video gemacht, das kann ich gar nicht besser machen und deswegen spare ich mir das einfach. Ich setze aber gerne einen Link auf dieses Video in der Beschreibung rein von ihm. Das ist heute, glaube ich, rausgekommen oder gestern. Und das ist wirklich interessant. Und man lernt was. Man lernt bei seinen Videos einfach immer was. Ja. Mag bei meinen jetzt nicht unbedingt sein. Aber mir ist aufgefallen, dass an seinem Video was fehlt oder etwas nicht korrekt ist. Und da sage ich mir, okay, da wird er mir mit Sicherheit nicht böse sein, wenn ich jetzt dann ein Video mache über das, was bei ihm da ein bisschen gefehlt hat oder einfach auch fehlt, wo er auch gar nicht angesprochen hat. Aber vielleicht hat er es auch gar nicht gewusst oder doch, davon bin ich überzeugt, dass er es weiß. Aber ja, es war halt nicht relevant für dieses Video und deswegen hat er es auch erst gar nicht angesprochen. Aber da, man findet da vielleicht eine Nische, immer bei irgendwelchen Videos, wo man sieht, wo man sagt, okay, dann mache ich das halt eben anders. Aber genau um das Thema, was er da eben dieses Video gemacht hat, wollte ich auch ein Video machen. Natürlich etwas anders wie er, keine Frage, jeder macht ja seine Videos ein bisschen auf eine andere Art. Aber das ist so gut geworden, das Video. Also wirklich, da gibt es eigentlich gar nichts zu kritisieren. Überhaupt nichts. Im Gegenteil, sogar ich habe was dazu gelernt. Und von daher muss ich ganz ehrlich sagen, ich verlinke das ganz einfach unten drunter. Und ja, guckt euch das an. Und ist einfach ein tolles Video und super gemacht. Und wie gesagt, der Typ ist echt eine coole Socke. Ich habe mal in irgendeinem Video geguckt oder gesehen, wie er heißt. Gläser, wie er heißt. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich finde es jetzt auch nicht mehr. Aber Photomakers, ich verlinke es unten in der Beschreibung und guckt es euch an, ist ein richtig tolles Video und auch die anderen Videos, wo er bringt, die sind einfach super von der Machart, wie er es auch erklärt und wie er es rüberbringt, ist einfach ein cooler Typ, finde ihn einfach super. Ja. Und ja, ich tue das einfach mal verlinken. Ja. Also vielen Dank und ja, viel Spaß und was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.